Ich moderiere hiermit an. Ich habe meine Axt fast zerstört und habe keine Metal Strips mehr. Willkommen zurück in 7 Days to Die. Die Damen schreien in der Höhle rum, besonders Jorle. Das ist klar. Wieso denn ich weniger jetzt? Und ich bin der einzige Mann, der hier arbeitet. Gut, okay, wir haben jetzt die Folge davor. Hey, 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 ich bin ein wir Mann. Wir haben in der Folge davor nicht allzu viel geschafft, aber so ist es halt nun mal. Ich mache uns übrigens gerade die Iron-Pfeile mal, ne? Habt ihr da was auf den Boden gelegt? Ja, ne, guck mal, da. Zack. Was hast du mir da gegeben? Ah, die Nailgun wieder. Mhm, könnte ich gebrauchen. Was ist denn verschlossen? Och man, ist ja nicht euer Ernst. Sind sonst aber alle offen, oder? Ja. Das ist ja merkwürdig. Ich bin nur auf der Suche gerade nach Gravel, aber wir haben kein Gravel mehr, ne? Ja, nee, das ist ja das Problem, deswegen habe ich ja auch die Straße da aufgelassen. Wir können allerdings Steine verwursten, wenn du die Steine hast. Hattest du mal so eine Zementmold? Ja, die Molds sind hier irgendwo drinne. Weil die Zementmold ist. Ach ja, die habe ich im. Hab ich. Unavailable so. Und so. Hab ich. Und warte, ich habe noch ein bisschen. Den Gravel habe ich sogar noch. 7 habe ich drin, aber. Also man kann das eben aus den Steinen machen. Hier kleine Steine ergeben halt Gravel. Und die großen ergeben halt die kleinen. Deswegen wäre das ganz gut, wenn wir hier halt Stein abbauen. Haben wir ja Gravel on Mars. Verstehst du? Ach, wen haben wir denn da? So, gut, dann läuft das hier durch. Ich teile das jetzt nochmal. So. Ja, Zement habe ich auch nicht mehr. Da, ich komme jetzt nach Hause. Ich hab Holz besorgt. Er hat Holz gemacht. Ich bin total froh und so. Da ist. Irgendwas krebst hinter mir her. Was? Das war's an Iron? An Iron Bolzen? What? Bolt. So, kommen wir jetzt wieder nach Hause. Wow. Nach Hause kommst du, indem du auf die Karte guckst. Ja. Unterwegs. Kakteen gibt's hier tonnenweise, nur keine Bäume. Kannst doch Kakteen mitbringen. Ist gut, kriegst du Yucca raus, kann man essen. Nam 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 nam. Genau, kriegst du Yucca raus. So, bauen wir Steine ab, ja, Jenny? Ja, müssen wir ja, was anderes können wir ja nicht machen, wir brauchen ja Material. Können wir auch ein bisschen porken. Ja. Porken. Was habt ihr eigentlich so die 2 Wochen getrieben? Ich hab mich von euch erholt. Gearbeitet, viel gearbeitet. Ich dachte mir immer, ach, es hat schön, im TS ist schön ruhig. Was? Du hast uns vermisst, gibt's dazu. Ich habe, ganz ehrlich, ich war ganz froh. Ich hatte so viele Projekte am Laufen, die habe ich in der Zeit mal ein bisschen abgebaut. Das klingt doch gut. Doma ist zu Ende. Du bist jetzt auch mit Witcher durch, ne? Mit Witcher bin ich durch, wobei ich mir gleich unfassbar. Natürlich das Add-on geknallt habe und geht natürlich morgen gleich weiter mit dem Add-on. Ja, schön, dass du das schon hinkriegst. Also ich habe den Season Pass habe ich jetzt noch so vom letzten Drücker mir dann geholt. Und das ist ja, naja, so ab Content halt ab Level 30. Du hast auch nicht alles gemacht, ne? Ich hab das so gemacht. Ich fand das recht gut, um mir mal selber auf die Schulter zu klopfen. Und zwar habe ich das so gemacht, dass ich die Hexeraufträge, die finde ich ja storymäßig richtig cool, dass ich die so als Rückblenden mit einflechte, die ich noch nicht gemacht habe. Zwischen das DLC. So quasi mit so einem kleinen Übergang, so, aha, Rückblende, Übergang. Und dann macht er so einen kleinen Hexerquest zwischendurch mal. Das passt recht gut da rein. Aber hast du auch alle Nebenaufgaben und Fragezeichen und die Sets? Nee, so alle wohl? Fragezeichen. Ich meine, ich glaube, wenn du alle Fragezeichen, dann hast du ja mindestens 200 oder 300 voll. Ja, Leute, wisst ihr ja, worauf ihr euch eingestellt habt. Ne? Genau. Bei mir. Also bei mir haben sie gesagt, sie wollen es tatsächlich gerne sehen. Aber ich, also es wurde auch schon mal angemerkt, man kann das ja so ein bisschen zusammenschnibbeln. Das mache ich dann natürlich auch. Um ganz ehrlich zu sein, du kannst ja den das DLC trotzdem. Ich finde den Scheißeingang nicht. Ich werde rein hier draußen.
Es wird doch ein bisschen dauern, bis ich das DLC anfangen kann, weil ich bin ja noch gar nicht vom Level her so weit. Ja, ich muss das dann später, das kommt dann später bei mir. Ab 32 haben sie gesagt, ne? Ja, ich bin Level 25. Achso, okay. Ich hab mal Kermorlen gemacht. Okay, das erkläre ich, bin 35. Bei mir wird es langsam Zeit, muss man sagen. Ah, wie geht's denn hier? Wobei, ich finde die eigentlich, ich werde bekloppt. Ich bin wahnsinnig. Haben wir nicht Kaffee? Wir haben noch mal Kaffee gehabt. Ich weiß es nicht, ob wir noch Kaffee haben. Ja, wir haben noch Kaffee. Jenny, wir hatten doch da, Kaffee. Wir hatten doch da so ein. In dem. Danke. Stürz mich gleich hier den Hügel runter. Immer schön aufpassen auf die Pickaxe, wie ich vielleicht immer sagen würde. Ja. Ach, da ist. Wo wir gerade davon reden, habe ich gerade Witcher-Musik. Schön. Wie fandst du es denn jetzt? Also lass mich natürlich nicht spoilern, weil sonst reiße ich dir den Kopf ab. Aber nein. Schön, auf jeden Fall, sehr schön. Sehr, auch ich habe ja irgendwann zwischendurch auch auf schwer umgestellt gehabt. Selbst auf schwer muss man aber sagen, wird es nicht unfair, auch bis zum Ende nicht. Ja, ich spiele auch auf schwer schon seit Anfang an. Ja, es ist angenehm. Die Story ist auch nett. Es gibt einige interessante Wendungen, ich spoiler dich aber nicht, ne? Ja. Er hat dich schon in dem gespoilert, in dem er gesagt hat, es gibt einige interessante Wendungen. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hätte sie sich aber auch denken können. Ja, bei The Witcher kann man sich das eigentlich schon denken, ja. Eigentlich ist Witcher unvorhersehbar, kann man sagen. Ja. Du kannst dir das mal sagen, wenn du denkst, du triffst die richtige Entscheidung, kommt irgendwann so ein Twist und dann hast du doch nicht die richtige getroffen. Ja, weil das ist halt... Das ist auch interessant. Ja, das ist meistens eh so, dass du zwischen zwei Übeln wählen musst. Ich meine... Ja, bei mir war es meistens so, wenn du irgendeine Entscheidung triffst, zum Beispiel hier, das arme kleine Kind rennt weg, du rettest es und stellst dich aus, das Kind war ein Monster. Ja, so ungefähr. Ich werde dann zum Beispiel mal angeschrieben in den Kommentaren, was wie, ja, wegen dir ist das jetzt gestorben. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, aber hätte ich es nicht gemacht, ist wahrscheinlich wäre der andere draufgegangen. Ja? Also, wer braucht Holz? Kannst du es schon mal umwandeln, was brauchen wir denn für das Haus oben? Ich wandle Holz um. Ja. So. Haben wir noch Eisen oder hast du Metal Strips oder hat einer von euch noch Metal Strips? Ja, hab ich. Bei mir ist nämlich einiges im Argen. Mhm. Ich mache jetzt noch so lange der Kaffee hier wirkt und dann gucken wir mal, wie viele Steine wir zusammenkriegen. Manchmal wirkt der Kaffee und manchmal. Fleck bei mir auf dem Boden! Bei mir auf dem Boden! Was? Auf dem Boden! Mann, jetzt hast du mir meinen Witz verquatscht, ist doch scheiße. Ja. Geil, ne? Mir ist total gut. Ist das wiederhole den immer so? Wiederholt ist scheiße. Witze wiederholt man nicht. Ja, das. Nee, das geht nicht. Das hast du es jetzt eingesammelt hier? Weiß ich nicht. Was habe ich denn eingesammelt? Warst du bei mir? Ja, ich habe irgendwas eingesammelt. Dann hast du. Iron Bars eingesammelt. Habe ich? Ach da, wunderbar. Ich mach doch auch, wie gesagt, nochmal welche hier. Da. Ich fall Dinge runter. Ich geh mal weg da. Noch wirkt der Kaffee, aber wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lang hier. Jenny, los, Steine, wir ich hab noch Steine. Wir tun noch mal so, als hättest du den gerade das erste Mal gesagt, diese Vorlage, es wirkt der Kaffee und ich sage jetzt zum ersten Mal den Witz, ja. Den habe ich vorhin gar nicht gesagt, pass auf. Manchmal wirkt der Kaffee und manchmal wirkt man vom Kaffee. Ha, ha, ha. Szenenapplaus. Ich geh, tschüss. Ja. Dann. Jetzt hast du sie verscheucht. Ja, warte mal, ich erschieße sie dann. So, wir haben jetzt 600 irgendwas Holz. Reicht das erstmal? Ja, wir haben auch in der einen Kiste noch 31 Holz-Loks. Ja. Ich repariere jetzt erstmal mein kleiner Döns hier. Da draußen sind Hunde. So, das war's jetzt. Wie viele Steine Fleck, rechne mal durch. Ist ganz normal, dass da draußen Hunde sind. Wir sind bei Tag 30. Alle sechs Tage, also jeden sechsten Tag, kommt eine Hundehorde. Hm? Ja, dann ist das und aber Tag 34. Ei, wieso? In jedem siebten Ei ist Jenny mit dabei. Haha, findest du ein Fleggy-Ei? Was? Wenn du 6 durch 30 teilst, kommst du auf 5. Also müssten wir schon 5 Horden haben. Das muss ich mal meinen Schülern sagen, dass wenn man 6 durch 30 durch 6 teilt, dass dann 5 rauskommt. Ja, ne? Ist total clever von mir. Krasser Shit. Bin auch immer wieder begeistert von mir, wie gut das klappt. Ja, warte mal.
Ja, doch, Steine werden. Ich hab alle trepariert. Ich hab alle trepariert. Wieso benennst du jetzt? Achso, du kommst aus Berlin. Ich hab alle trepariert. Darfst du doch nicht verraten, das wissen die doch alle nicht. Vicky wohnt ja mit mir zusammen da in the same city. Nicht zusammen. Ich wäre, sonst würde ich ja. Setze wieder Gerüchte in die Welt. Ja, die Leute guck mal, nach dem ersten Satz, ich wohne ja mit Vicky zusammen, ist da schon einer kreischend aufgesprungen. Ja, genau. Und wälzt das Telefonbuch. Ey, hast du gehört, er wohnt zusammen. Ja, das ist vor allem das YouTube-Geheimnis jetzt, ja, also bitte. Ja, weil wir auch die entsprechende Größe haben. Ja, eben, weil wir auch so verdammt groß sind. Ich denke mal, das ist morgen in irgendwelchen News, bei Patty. PZ-News. Ja, bei Patty. Jolle wohnt bei Fleck. Und warum wohnst du nicht bei Jorle? Warum muss Jorle bei dir wohnen? Sie hat gesagt, sie wohnt bei mir. Was soll ich dagegen sagen? Wir beide wohnen zusammen. Vielleicht sind wir ja gleichberechtigt. Ja, Entschuldigung. Ich bin ab vom Schuss. Von daher, alles jut. Ja. Das ist ja immer total wichtig, wenn aus irgendwelchen großen YouTube-Organisationen irgendwer irgendwo aus- oder einzieht oder umzieht oder sich irgendwas. Ich hab mal überlegt, ob. Ich finde das so unspektakulär. Mir ist das so scheißegal. Du bist nur neidisch, weil du nicht so wichtig bist. Nein, aber ganz ehrlich, ich meine, mich interessiert dann, ob da ein Unge in. War doch mit Unge zum Beispiel, glaube ich. Ich mach da auch noch Name-Calling hier. Ich glaube, es hat. Naja, entschuldige mal bitte. So, was interessiert mich ein Unge? Name-Calling. So. Habt ihr die Sheetblocks gesehen, wie man berühmt auf YouTube wird? Ja, wie wird man denn berühmt auf YouTube? Ja, dann musst du dir die Sheetblocks angucken. Das Schaf sagt dir, wie das geht. Ja, verstehe schon. Jenny, du machst gerade die Steine, ne? Ja. Ja, gut. Ich habe lauter Kladderadöns dabei. Ich muss mal. Wenn ich quatsche, dann komm ich nicht zum sinnvolle Dinge machen. Ich bin ja, Multitasking. Das ist halt. Ach, na, wir quatschen halt. Das ist doch auch so ein Quatsch-LP bei uns. Aus dem Concrete-Mix, ne? Ja. Ich sag's dir ganz konkret. Oh, wir müssen mal hier nachlegen. Ach, Mann, wir haben aber nichts mehr hin. Muss erstmal so reichen. Hab nicht viel Zeug, ich bin so reich. Wir brauchen Kohle. Du bist reich? YouTube-Money? Hartes YouTube-Money oder was? Ja. Ja. Quatsch, hier, hab voll das viele YouTube-Geld. Ja. Ja, ich krieg nochmal 56 Revel, ist ja auch nicht schlecht. Demnächst kommt ja auf YouTube bezahlte Accounts, ne? Dann darf das man. Wird aber war das monatlich? Da muss man dann irgendwas abdrücken, damit man Videos gucken darf? Oder wie habe ich das verstanden? Das wird hier in Deutschland sowieso, glaube ich, noch nicht der Fall sein. Also, das ist erstmal nur, betrifft ja uns gar nicht. Also. Doch, ich verlange dann 30 Euro pro Tag. Ich hoffe, dass das nicht so lange und so schnell zustande kommt bei uns. 30 Euro pro Tag. Ich finde es, komischerweise finde ich sogar ganz okay, weil viele sagen auch einfach, sie wollen eher sowas, so ein Modell haben. Haben dann halt keine Werbung mehr. Ich finde das auch okay. Halt irgendwie, ja, aber ohne Blocker. Und dann ist die Frage, wie läuft das mit dem YouTube-Bunny, wie ihr es so schön sagt. Ja, ne? Klar. Wie kriegt ihr dann Geld dafür? Ganz ehrlich, mir ist das Wumpe, weil das, was ich da, also man darf ja da nicht drüber reden, aber ich sag mal Taschengeld, ne? Ja. Taschengeld. Taschengeld. Einmal im Monat ein Döner. Extra. Ja. Aufs Haus. So. Aufs Haus. Wobei ich Döner mag, finde ich gut. Ich hatte auch Döner vorhin. Döner. Als ich angekommen bin und Hab ich doch schon. Nein, so. Ich meine, Jorle, die hat gesagt, Döner macht schöner. Alter Penner. Willst du jetzt sagen, dass Jorle hässlich ist? Du weißt doch gar nicht, wie sie aussieht. Nur ich kann mir dein Urteil drüber bilden. Bin ich hässlich, Jenny? Nein. Warum sind hier Löcher in der Leiter? Kam irgendwie nicht so überzeugend. Kann es nicht überzeugend drüber? Jorle, du bist nicht hässlich. Oh, das ist aber lieb. Soll ich irgendwas aus dem Holz bauen? Nee, du sollst von Kohle beschreiben. Kohle. Okay, dafür ist jetzt aber ein bisschen spät gerade. Ja, warte mal hier. Warte, ich mach dir hier gerade eine Leiter. Wieso? So.
Was soll ich denn da jetzt? Warum soll ich da jetzt... Du wolltest doch da gerade hoch. Ich hab nur mal aus Langeweile getestet, ob das geht. Ich wollte da nicht unbedingt... Warte mal, an der muss eine Leiter hier, an der hier. War jetzt kein persönliches Anliegen. Guck mal, ob hier irgendwo im Gang Kohle ist. Aber hier ist keine, oder? Die haben wir schon längst abgebaut. Doch, im Gang ist noch ein bisschen Kohle, aber nicht mehr allzu viel. Aber es wäre lieb, wenn du Kohle holst. Also bei dem, wo die Molds drin sind, ist wisst jetzt ihr, auch wo, wisst ihr wohl Kohle drin. Ja, wieso fragst Im du Gang das? Ist... Nein, hör auf damit. Was? Was? Diesen Spruch habe ich jetzt noch nicht mal verstanden. Ich auch nicht. Nein, das ist mein Hirnfurz. Geh mal in den Gangfleck, dann bin ich im Ganges. Ah, ha, ha, ha. Oh Gott. Oh Gott, was ist mit dir gelandet? Was stimmt doch mit dem nicht? Das ist falsch verdrahtet. Hier ist ja schon eine Leiter dran. Ach, ist mir jetzt auch egal. Jetzt habe ich eine Leiter hier dran gemacht. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Wer ist denn jetzt schon wieder verreckt? Sag mal, Jenny, wieso bist du denn jetzt? Da steht Jorle Died. Nein, das ist Jenny gewesen. So, das Ding muss hier rauf. Jetzt blicke ich das nochmal um. Und wir müssen, glaube ich, eh schon wieder die Folge beenden. War halt eine Quatschfolge. Ja, Folge beenden. Folge müssen wir beenden. Ja, ich bin nicht dran. Dann sage ich, liebe Zocker und YouTuber, wir verabschieden uns hier mit hackender Weise. Ich aus dem Ganges und die Damen, keine Ahnung, wo die sich hintreiben. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was redet Fleck für eine Scheiße? Oh ja, macht's gut. Dann.